Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Tutorial zum Formations Designer. Das Update kam jetzt vor kurzem und mittlerweile kann man sich selbst Zugverbände erstellen. Das Ganze allerdings nur für den PC erstmal. Für die Konsolen kommt das auch noch irgendwann, aber aktuell ist das erstmal nur für den PC, weil das Ganze hier eine Open Beta ist, eine Public Beta. Wir finden den Formations Designer, wenn wir hier auf Creators Club draufklicken, dann auf Zugverband Designer und dann sind wir hier in diesem Menü, das lösche ich einmal ganz kurz raus. Und sind dann hier in diesem Menü dann, was wir zuerst machen, neu hinzufügen und geben dem Zugverband einen Namen. Nennen wir den jetzt einfach mal Test. So, und dann können wir dann eine Beschreibung einfügen, Test, 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 bestätigen. Können hier einen Zugverband dann erstellen und klicken dann hier auf Offiziellen hinzufügen und suchen uns erstmal einen Log raus. Ich würde sagen, wir nehmen dafür eine, was nehmen wir da? Eine 182. Nehmen wir die von MRCE. Und können dann hier aus dem Creators Club oder je nachdem die eigenen persönlichen Lackierungen, die man selbst erstellt hat, auswählen. Ich würde sagen, könnten hier zum Beispiel, was haben wir denn da? Hier ÖBB Flatsch vielleicht oder hier Nightjet. Nightjet ist gut, ne? Da seht ihr es, Nightjet Log. Könnt ihr auch im Creators Club finden. Und dann gehen wir hier auf neu hinzu, offiziellen hinzufügen und dann können wir dann entsprechend Wagen hinzufügen. Wenn wir dann Intercity-Wagen haben wollen, die heißen, die erste Klasse Wagen sind die AVMMZ-Wagen, dann suchen wir hier nach NRM IC AVMMZ. Das sind die Wagen von der Baureihe 101. Das sind die Wagen, die mit der 103 mitgeliefert werden. Wir nehmen mal die hier und gucken dann, was wir an Repens hier haben. Ah, schaut an, wir haben dort einen ÖBB Nightjet. Und ja, fügen den dann einfach hinzu, klicken drauf und zack, ist dann ein Nightjet-Wagen hinten drauf. Wenn wir noch einen haben wollen, können wir den übrigens einfach hier kopieren. An dieser Stelle einfach draufdrücken, zack, haben wir schon zwei Wagen. So schnell geht das. Können noch einen hinzufügen. Gucken mal hier nach AVMMZ und gucken mal, dass wir vielleicht eine andere Lackierung noch hinzufügen. Ja, was passt denn ganz gut? Ja, so ein SBB Eurocity-Wagen. Den wollen wir auch noch hinten dran haben. Zack, haben wir einen SBB Eurocity-Wagen. Den können wir auch kopieren, wenn wir das wollen. Wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen jetzt noch einen anderen Wagentyp hinzufügen, nämlich die BPMMZ-Wagen, die zweite Klasse Intercity-Wagen. Und da können wir dann ja, aus dem Creators Club vielleicht mal irgendwas nehmen. Können vielleicht, ja, was gibt es denn hier Schönes? Hier diese Ski-Alpen-Nightline-Wagen. Zack, haben wir hinten diese Ski-Alpen-Wagen. Ja, da sehen wir ihn auch. So sieht er aus. Hervorragend. Genau. Und so können wir dann unseren Zugverband weiter erstellen. Wir können den auch nochmal kopieren. Dann haben wir zwei davon. Haben wir schon einen Vierwagenzug. Ich würde sagen, ich würde gerne noch einen haben. Wir können natürlich auch Güterwagen und alles Mögliche mischen. Da sind wir jetzt ganz, ganz frei. Wir können auch ein TGW dazu packen, wenn wir das wollen. Wollen wir jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir suchen nochmal einen zweite Klasse Wagen. Gucken nach dem BPMMZ-Wagen. Gehen dann hier auf Hinzufügen und haben jetzt hier so einen ganz normalen Intercity-Wagen. Ne? Also nach diesem Prinzip funktioniert das. Ihr sucht einfach nach entsprechenden Wagen und fügt die hinzu, wie ihr da lustig seid. Da gibt es wirklich keine Begrenzung in diesem Sinne. Machen wir mal noch einen. Machen wir noch so einen AVMMZ-Wagen. Und ich würde sagen, da können wir noch einen Flixtrain-Wagen. Was haltet ihr davon? Flixtrain-Wagen hinten reinpacken. Den haben wir jetzt hier zwischengepackt, weil ich jetzt hier praktisch auf diesen Wagen, auf den hier angewählt hatte und danach halt einen Wagen hinzugefügt habe. Deshalb ist jetzt dieser Flixtrain-Wagen dazwischen gekommen, aber ist ja auch vollkommen fein. Und speichern das Ganze mal. Gehen dann hier auf Schließen und auch wieder auf Zurück. Dann können wir hier, wenn wir wollen, können wir nochmal in die Einstellungen gehen und den ganzen Zugverband nochmal drehen. Ne? Bringt jetzt nichts, weil wir haben keinen Steuerwagen dementsprechend. Ne? Name können wir auch nochmal ändern, brauchen wir jetzt auch nicht. Dann gehen wir zurück und speichern das Ganze nochmal. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Zugverband, der jetzt einfach nur Test heißt, wie wir den einsetzen. Wir können natürlich über den Szenarioentwickler uns einfach ein Szenario erstellen mit diesem Zugverband. Aber es geht auch viel einfacher. Wir können auch einfach eine Strecke auswählen. Ja, was nehmen wir denn da? Hier die linke Rheinstrecke vielleicht, gehen in den Fahrplanmodus und dann spawnen wir uns einfach zu Fuß hier in Koblenz Hauptbahnhof. Sagen wir mal hier um 14 Uhr, 15 Uhr und spawnen uns jetzt einfach mal zu Fuß dahin. Warten mal, bis das Spiel geladen hat.
Ja, Festival of Rail läuft übrigens auch gerade. Ihr seht es da links. Ganz viele Angebote, ganz viele Rabatte aktuell im TSW. So, und dann sind wir jetzt hier in Koblenz Hauptbahnhof und wollen in die Richtung runterfahren, Richtung Mainz. Stellen uns mal hier ans Ende des Bahnsteigs ungefähr im Signal hin. Genau. Sehr schön, sind einfach hier im Fahrplanmodus drin, ne? Und dann können wir einfach, indem wir auf die Tab-Taste drücken, den Freeroam-Modus aktivieren und einen neuen Zug erzeugen. Wir suchen jetzt, das Menü kennt ihr, wir suchen jetzt nach der Baureihe 182, und zwar die MRCE-Variante. Und jetzt gibt es neu diesen Punkt hier, benutzerdefinierte Zugverbände. Da klicken wir dann drauf. Und da seht ihr unseren Zugverband, wir haben den jetzt Test genannt, deshalb heißt er jetzt auch hier so. Und lassen ihn einfach mal erscheinen. Ihr seht, es lädt. Der braucht ein paar Sekunden, bis er das Ganze lädt. Da ist schon mal unsere Lok. Da fehlen noch ein paar Wagen dazwischen. Ja, ihr müsst dem Spiel ein paar Sekunden Zeit geben. Und zack, ist unser Zugverband komplett. Wir können auch direkt mal einsteigen. Das machen wir auch. So, und dann können wir tatsächlich hier unseren Zugverband einfach fahren. Wir haben hier unseren Nightjet. Die Wagen entsprechend, dann haben wir genauso wie wir es vorhin eingefügt haben, unseren SBB Eurocity-Wagen, diese Ski-Alpenline-Wagen aus dem Creators Club, die Flixtrain-Wagen und noch hinten dran einfach ein Intercity. Also wirklich bunt gemischt und ja, ihr könnt da noch viel bunter und noch viel, viel kreativer sein. Je nachdem, der Kreativität ist in diesem Sinne keine Grenzen gesetzt. Der Train Gamer hat auch dazu ein Video gemacht, zu dem Formations Editor und da hat in den Kommentaren jemand geschrieben, dass der TSW endlich diese Benutzerfreundlichkeit hat, die die Community schon seit langer Zeit haben wollte. Und da muss ich dem einfach nur zustimmen. Das stimmt, ne? Also mit den ganzen Tools, die es jetzt mittlerweile gibt, toll. So, was wir jetzt nur noch machen müssen als im letzten Schritt, wir müssen einmal auf die Karte klicken, auf unseren Zug draufklicken, eine Route setzen und dann setzen wir uns hier einfach ein Ziel, ne? Gehen wir mal einfach nach Mainz. Wir fahren jetzt natürlich nicht das ganze Stück nach Mainz, aber wir setzen uns einfach mal hier ein Ziel. Zack, bestätigen und wir sehen, Signal wird gesetzt, wir dürfen ausfahren, müssen natürlich theoretisch jetzt nochmal den Weg kontrollieren, ob wir auch wirklich auf der richtigen Seite unterwegs sind. Ja. Aber das sieht doch ganz gut aus soweit. Dann können wir eigentlich nichts weiteres machen, als die Bremsen lösen und losfahren. Und ihr seht, unser Zug, den wir gerade eben selbst ganz individuell zusammengestellt haben, innerhalb von wenigen Minütchen, fährt los. Ja, Licht können wir natürlich auch noch anmachen. Signallichter, der ist an. Okay, ich verstehe nicht ganz. Achso, wir müssen natürlich hier noch die Lichter anmachen, ne? Schlusslichter, Spitzensignal und Schlusslichter. Jawohl, zack, haben wir Licht. Und unser Zugverband setzt sich hier in Bewegung. Genau, nach diesem Prinzip funktioniert das Ganze hier. Also schwer ist das alles nicht. Man muss es nur einmal, ein, zweimal gemacht haben. Und zack, hat man da seinen ganz individuellen Zugverband und kann da wirklich ganz kreativ werden. Ne? Ihr könnt Güterzüge mischen, ihr könnt Triebwagen mischen, ihr könnt Dostos da reinpacken, ihr könnt da Loks reinpacken, wie ihr lustig seid. Da gibt es nahezu keine Begrenzung, außer, ich glaube, maximal 100 Fahrzeuge, die man spawnen kann gleichzeitig. Aber da muss man ja erstmal an die Grenze rankommen. Das dauert ja ein ganzes Stück. Genau. Ja, also bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich und ich bin ganz gespannt, was ihr da so für kreative Ideen habt, was man da so für Zugverbände zusammenstellen kann. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut.